Dann sind wir hergegangen und haben mit maschinellem Lernen identifiziert, was sind denn die Variablen, die einen hohen Erklärungsgehalt haben. Und daraus gekommen sind solche Eigenschaften wie Restaurants und Shopping, Lebenshaltungskosten, Sicherheit, Infrastruktur, Natur, Kultur, Familie, Bildung, Karriere, Gesundheit. All das ist den Menschen wichtig. Und wir haben es dann auf die Suche gemacht. Wir haben in allen bekannten Städten dieses maschinell gelernte Modell angewendet und die Städte identifiziert, auf denen die Kriterien am besten zutreffen. Damit haben wir letztlich das Paradies gefunden. Für mich persönlich war am interessantesten, dass der Sieger keine Stadt ist, die in irgendeinem Merkmal heraussticht und besonders toll ist, sondern dass es darum geht, dass die meisten Kriterien wirklich gut und sauber erfüllt sind. Man hat sozusagen einen wirklich guten Durchschnitt, der aber letztlich das Leben lebenswert macht.